Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Beginnen wir den Tag mal mit Haushalt. Wie immer, ich habe hier alles auf die Treppe gestellt, was unter der Treppe war. Damit mein Roboter, der da, hier einmal schön saugen und wischen kann. Ich habe mir dann einmal Wasser gemacht und werde jetzt einmal hier den Haustürbereich einmal abwischen. Genau, weil hier steht ja immer unsere Schmutzfangmatte. Habe ich jetzt hier draußen, wenn Zerki gleich kommt, dann kann er das ausklopfen. Aber hier am Rand sammelt sich einfach immer so viel Dreck. Das werde ich jetzt alles einmal schön sauber machen. This love has never been stronger. I'm up in the clouds when you're around. But when you're not, it's getting much harder. And I'm falling down, down, I'm falling down. I see your face on all of the pages. In the scrapbook. To put it down for a while takes ages. Then I'm falling down, down, I'm falling down. So, der Boden ist fertig und jetzt werde ich endlich mal hier aufräumen, also beziehungsweise die Sachen wieder runterstellen und das Sofa einmal auf Vordermann bringen. Der ist jetzt zur Ladestation gefahren und macht sich jetzt leer. Achtung! Genau, und ich werde hier das Chaos beseitigen. So, ich habe mich mit den Mädels mal ins Kinderzimmer gesetzt, weil ich denen nämlich was richtig Cooles zeigen wollte. Und habe sie darum gebeten, hier ihre Babyborn einmal auszupacken. Das ist übrigens die mit dem soften Körper. Die kann halt auch Pipi machen und wenn sie Brei ist, sogar Kaka machen. Also die Babyborn kommt halt immer mit so Zubehör hier, zum Beispiel zum Brei essen, zum Fläschchen geben mit echtem Wasser. Und dann kann sie natürlich auch Pipi ins Töpfchen machen und so weiter. Aber warum ich euch hier ins Kinderzimmer gerufen habe, ist... Oh, das passt ja richtig gut zu Weihnachten. Ja, ein Weihnachtsoutfit. Oh, die Mütze ist so süß. Wollt ihr die mal anziehen, die Babyborn? Hm, okay, dann zieht sie mal an. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash now. Das sieht richtig süß aus. Hallo! Ich bin Babyborn mit dem Weihnachtsoutfit. Und jetzt kann Weihnachten kommen. Das sieht richtig süß aus. Ja, und wie ihr seht, haben wir nicht nur Babyborn-Puppen. Du hast doch auch noch mehr Puppen, ne? Willst du die mal zeigen? Ich habe viel, viel mehr. Wir haben hier zum Beispiel so eine Kleiderstange, richtig toll. Wir haben so einen Hochstuhl. Da hinten haben wir sogar eine Boutique von Babyborn. Da gehört zum Beispiel auch diese Kasse zu. Also wirklich, mit Babyborn könnt ihr nichts falsch machen, ne? Wenn ihr zu Weihnachten euren Mädels irgendwie noch verschenken wollt. Zubehör kann man immer schenken, finde ich. Ich habe auch noch eine mit Haaren. Ihre Haare sind ja. Hast du die nicht letztens gebadet? Ja, habe ich, aber da habe ich den nochmal ganz durchgekämmt, aber da war noch ein heftiger Knoten. Mhm. Und sie lag halt auf dem Boden in der Nacht. Oh. Und das sah dann am Mama, ist nass. So aus, Mama, ja, ist ja nicht schlimm. Nass. Was machst du denn? Da hat die Babyborn Durst? Ja, ich habe noch halt noch eine mit Haaren. Und noch und eine mit braun. Dunklen Haaren. Ja, ja, aber die muss ich gleich anziehen. Ja, die ist nackt. Also ja, ich habe halt noch eine, die neue. Dieses Outfit finde ich einfach nur richtig süß. Ja, das ist die kleine, ne, die wir letztes Mal schon vorgestellt haben. Jo, mit dem kleinen Minischnuller. Mhm. Nicht? Jetzt hast du eine ganze Puppenfamilie. So, hier haben wir noch eine mit dunklen Haaren. Also Klamotten haben wir echt viele, ne? Sila hat gerade nochmal aus der Kiste geholt. Wir haben ja extra eine Kiste nur für die Klamotten. Gleich muss die Babyporn Pipi machen. Ja? Ja. Und da habe ich die hat so viel getrunken. So ein kleines Kleidchen. Mhm. Mhm, kannst du? Kleines Kleidchen. Oh, das ist ja süß.
Und da musst du hier drücken, Lia. Ja, hier ist Pipi drin, guck. Du kannst ja die schönsten Kleider hier eigentlich aufhängen, ne? Die schönsten, ja, finde ich auch. Zum Beispiel diese Jacke, die ist echt einfach. Die ist richtig cool. Und die Hose kann man da spalten. Mhm. Ja, also alle weiteren Informationen zu Babyborn verlinken wir euch super gerne in der Infobox. Pipi. Also wenn ihr euren Mädels eine Freude machen wollt, ich glaube, damit könnt ihr nichts falsch machen, ne? Oder was sagst du dazu, Isila? Pipi. So, und heute mache ich wirklich etappenweise mal Sachen, die ich sonst nicht mache oder selten mache. Ich werde jetzt hier mal alles abwischen und die Ecke so ein bisschen entstauben. Meine Putzfee ist ja seit 3 Wochen krank, die wurde operiert. Und ja, sowas wie Staubwischen und den Boden wischen und so hat da sie immer gemacht. Und ich kann es halt im Moment nur etappenweise machen, aber ist nicht schlimm. Ich mache es halt langsam. Und wenn es dann staubig ist, mal, dann ist es halt staubig. Aber wenn ich schon mal an einem Sonntag Motivation habe und so ein bisschen was machen kann, dann mache ich das auch. Am besten, man setzt sich dabei hin, so wie ich. So, ich muss mir irgendwie mal was für die Fernbedienung einfallen lassen. So viele Fernbedienungen. Und die wollte ich auch irgendwie woanders hinstellen. Oh. Ich bin nämlich so ein Typ, meistens, wenn ich etwas richtig gründlich sauber mache, dann dekoriere ich auch gleich um oder ich stelle um. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Und ich mag es halt auch nicht, wenn man zu viel irgendwo stehen hat. Deswegen, ja. Und das ist meine Wickeltasche hier von Zara. Die ist halt auch so aus Stoff. Die kann ich richtig gut in die Waschmaschine packen. Und schaut mal, was hier drin ist. Ist auch von Zara. Das ist so eine Wollmütze. Mit so richtig, richtig süßen Woll, so Schüchen, Socken, wie auch immer. So süß. Die Wickeltasche, ja, die kann ich auch packen, wenn das Baby da ist, aber man will halt alles vorbereitet haben, wobei ich mir denke, so eine Wickeltasche, die kannst du auch packen, wenn das Baby da ist, ne? Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper. So, ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Aber könnt ihr auch dimmen hier. Tipp, tipp. Es ist jetzt sauber. Jetzt auf jeden Fall sauber. Ich arbeite mich Stück für Stück vor. Machst du auch schön. Kleine Kinder halt. Ich überlege, was man für den Kisten schicken könnte, was sie vielleicht noch so da haben. So. Vielleicht ein Kartenspiel. Oben haben wir doch ein neues Spiel. Los malen. Hier, Lia malt schön. Dann ist Schoko. Aber ich würde es auch so machen. Es mal auch so machen. Ja.
möchtest du das mal? Ja. Okay. Nein, ich hab's ausgemacht, das hast du gerade angemacht. Niemals, Papa. Sag, Papa. Super. So, bei uns gibt's jetzt Abendessen gleich. Naja, was heißt gleich? Ich habe jetzt angefangen zu kochen. Ich habe jetzt hier zwei Zwiebeln und eine grüne Spitzpaprika in Olivenöl. Das brate ich jetzt an. Es gibt nämlich heute Bohnen. Die hatte ich heute Morgen schon eingelegt. Da kommt ein Esslöffel Tomatenmark rein, ein Esslöffel Paprikamark und ich mache heute auch ein bisschen Rinderschinken rein. Und dazu gibt es dann einfach Reis. Und nicht auf den Tisch malen, Lia. Ist fertig mit Trinken? Ihres Haare sind übrigens ab. Säcki hat ihre Haare geschnitten. Mehr Wasser? Ja. Sag mal bitte. Bitte? Ja, ihre Haare sind jetzt ein ganzes Stück ab. Die mussten einfach mal geschnitten werden. Und das hat Säcki mal eben gemacht. Aber sie wachsen ja wieder nach. So. Ja, ein bisschen höher stellen hier die Lüftung. So. Und hier Kaffeemaschine. Schale und Behälter leeren. Ja, ist immer nicht so voll. So, hätten wir das auch gemacht. Den Rest mache ich gleich. Weil sonst brennt mir das Essen gleich an. Esslöffel. Hier kommt auch. Ein bisschen weniger vielleicht. So. Kann jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr köcheln. Hatte ich fast vergessen, mich zu verabschieden, Leute. Wir gehen jetzt ins Bett. Haben noch kurz ein bisschen Scary Movie geguckt, aber nicht viel. Und jetzt gehen wir ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.